Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr auch in Zukunft keine Fortnite-Skins mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt noch ein Abo da. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Jojojo, im heutigen Shop hat sich nur die rechte Seite geupdatet. Das bedeutet, auf der linken Seite ist alles so wie gestern. Dafür haben wir allerdings einen neuen Emote drin, nämlich Was stinkt hier so? So heißt der neue Emote. Werde ich euch natürlich gleich zeigen. Fangen wir aber wie immer auf der linken Seite an. Da haben wir, wie gesagt, weiterhin den Finsterbomber drin für 1200 V-Bucks mit ihrer Tasche auf dem Rücken. Schaut wirklich extrem cool aus. Ein richtig geiler Skin. Kann ich absolut empfehlen. Super Preis und super Aussehen. Hat ja auch hier diese kleinen Animationen drauf. Diese Runen auf dem Oberkörper. Also richtig, richtig geiler Skin. Und passend dazu haben wir noch den Gleiter und die Hacke. Das ist einmal die Donnerross-Hacke für 1200 V-Bucks. Auch die ist einfach mega, mega cool, Leute. Das ist für mich aktuell die beste Hacke, die es im Spiel gibt. Nicht nur das Aussehen ist einfach mega heftig, sondern hat die auch noch so, ich nenne es mal, besondere Partikeleffekte. Ihr seht schon hier so paar Effekte, die einfach drumherum sind. Auch beim Schlagen hat die so einen Partikelschweif. Und wenn man zwei oder mehr Kills gemacht hat, dann beginnen diese Hörner hier, diese drei, rot zu leuchten, also so richtig zu glühen. Schaut richtig cool aus. Genau, und natürlich werde ich auch mal kurz hier den Sound abspielen. Ja, ziemlich geiler Sound auch, kann ich absolut empfehlen. Und als letztes haben wir noch den Gleiter, den Glyphe der Dunkelheit für 500 V-Bucks. Auch der ist natürlich ziemlich cool. Hat hier oben diese Runen drauf. Ja, leicht animierter Gleiter, finde ich auch nice. Und da kommen wir jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops. Wenn euch meine Daily Shops Serie gefällt, dann lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute die 4000 Likes knacken. Wäre mega heftig. Und da kommen wir jetzt zum ersten Slot der rechten Seite. Da haben wir die Rift Ranger drin für 1500 V-Bucks. Ein relativ teurer Skin und leider finde ich ihn dann doch nicht so krass. Ich habe ihn mir gekauft, vor allen Dingen mit diesem Rucksack hier, wegen dieser Flasche auf dem Rücken. Aber insgesamt, ja, glaube ich, eher ein Fehlkauf. Habe ich seitdem wenig gespielt. Würde ich also eher nicht so empfehlen. Und dann haben wir im nächsten Slot den Adler-Emote drin für 500 V-Bucks. Ein ziemlich geiler Emote, ich feiere ihn sehr. Ich weiß, das ist ein bisschen Geschmackssache, ob man den irgendwie zu dumm findet oder halt cool findet. Ich finde ihn auf jeden Fall nice und für 500 V-Bucks auch ein richtig guter Preis, kann ich also absolut empfehlen. Und dann haben wir noch den Kampfdrachen für 500 V-Bucks. Finde ich jetzt eher nicht so geil, den würde ich eher nicht empfehlen, finde die Farben nicht so cool. Weiß nicht, schaut irgendwie so ein bisschen billig aus. Würde ich wahrscheinlich eher nicht kaufen. Und dann haben wir in der zweiten Reihe den Dynamo-Skin für 1200 V-Bucks drin. Den finde ich von den Farben und auch generell vom Design nicht so cool, deswegen habe ich mir auch den nicht geholt. Und dann haben wir als nächstes das Highlight des heutigen Tages, nämlich den neuen Emote. Er heißt Was stinkt hier so und kostet 500 V-Bucks. Und ich würde sagen, ich spiele ihn direkt mal ab. Ich spiele ihn auch gerne nochmal ab. Ja, ein relativ frischer Emote. Ich finde es eigentlich ganz lustig gemacht. Ist ja wieder so Situationskomik. Ich finde ihn ein bisschen teuer. Ich glaube, 200 V-Bucks hätten da vielleicht auch gereicht. Aber ja, finde ich trotzdem noch ganz lustig gemacht. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, also wie ihr den neuen Emote hier findet. Ja, würde mich interessieren. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Slot des heutigen Tages. Und zwar haben wir da die Siegesrunde drin für 500 V-Bucks. Auch diese Hacke finde ich eher nicht so heftig. Habe sie mir damals gekauft und dann nicht fast nie wieder gespielt. Spielen wir kurz den Sound ab. Genau, ist auch ganz in Ordnung, aber besonders empfehlen würde ich den jetzt eher nicht. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, solltet ihr jetzt noch unbedingt abonnieren. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken und auch gerne diese kleine Glocke daneben aktivieren. Dann bekommt ihr jeden Morgen eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Und jo, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und als letztes möchte ich noch schnell das Giveaway von gestern auflösen. Da hatte ich einmal 2000 V-Bucks verlost, um sich hier den neuen Finsterbomber-Skin zu holen. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Jackie. Herzlichen Glückwunsch an dich und ganz viel Spaß mit deinem Gewinn. Und dann sind wir jetzt auch schon am Ende des heutigen Videos. Ihr könnt gerne jetzt noch in das Video von gestern reinschauen. Ich hatte nämlich gestern Abend so 21, 22 Uhr noch ein neues Video hochgeladen. Eine ziemlich coole Runde. Ich verlinke sie mal hier auf der Endcard. Schaut unbedingt mal rein und ja, einfach hier draufklicken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Bis gleich!